Herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer hier bei Letzten Multiplayer in Zusammenarbeit mit der wunderbaren Streetflex Co. KG. Herzlich willkommen, Chotek. Ja, hallihallo. Herzlich willkommen, John. Servus. Herzlich willkommen, da ist er. Hallo. herzlich willkommen, Professor Dr. Med van Hiedern. Hallo. herzlich willkommen, wen habe ich denn vergessen? Den... Didi Uranus. Uranus, stimmt. Jo, Mai, hier ist er. Sehr schön. Grau dir aus. Und der Speedy fährt auch noch bei uns mit. Allerdings spricht der Fahrer nicht. Und vor uns fährt dieser blöde ADAC Truck Service Yannick, der uns die ganze Zeit verfolgt wie so ein Bekloppter. Habe ich überhaupt einen Telefon? Der Illuminati Brother Hand. Achtung vor mir, ich habe einen Polen vor mir. Du hast einen Polen vor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liegt, dass ich wieder mit meinem Trailer umkippe hier? Ich habe ein bisschen Angst. Letztes Mal, als wir Multiplayer gefahren sind, bin ich schön mit meinem LKW umgekippt. Oh, was machst du, behinderter der Typ da, ey? Falls es mal knallen sollte, dann war das Blocking oder irgendwas. Dann war das. Boah. Die haben eine Vorweise, du. Ja. Ja. Die nächste rechts. Nächste rechts, okay. Nächste rechts. Gut. Das lackt ein bisschen. Oh, interessant ist Polen. Ja. Kaum gestohlen, schon in Polen. Wie schnell wollten ihr fahren? 70, 80. Oh. Okay. Oh. Naja, nicht bei 80. Ja, gib mal bitte Gas, Mann. Der Älteste muss am schnellsten. Fresse. Ich hab verderbliche Ware im Eingang. Ich hab, glaube ich, Salz. Achtung, oder so, Vorsicht. Ich weiß nicht, was ich fahre. Ja, da fließt vor mir. Gucken. Boah, brems. Boah, das war aber knapp. Okay. Ich hab Säure, hab ich. Ach, Kater ist da. Schön, hallo Kater. Ja, ich spiele aber nicht mit. Nee, du spielst nicht mit, aber du bist im Geiste bei uns. Ich bin anwesend. Die ganze Zeit die beobachte euch. Ja, er sitzt auf dem Beifahrersitz. Mittige Spur. Ja. Ich weiß nicht, bin ich das? Ich hab Säure hinten drin. Das bin wahrscheinlich ich dann, ne? Ich weiß es nicht. Einer von euch macht immer Vollbremsen und die ganzen Leute staut nach hinten. Ich dauere noch fast jedes Mal den Isra rein. Ach so. Aber ich weiß nicht, solange du keine Schäden davon trägst. Wer fährt eigentlich hinter mir? Wer ist denn hinter mir da? Ach, der Uranus ist hinter mir. Oh. Ja, was machst du denn? Ich hab nach hinten geschaut. Mein. Du hast nur Lichter und Schalter und alles, Flo. Lampen, Lichter, deswegen musst du aber nicht gleich deinen Lock an die Leitplanken abschneiden. Ich wollte ihn sowieso neu lackieren. Scheiße, bei Captain Morgan ist alle. Verdammt. Du kriegst meine Ladung sowieso nicht. Was hast du denn? Lass es bloß die Polizei nicht hören. Frischfleisch. Frischfleisch hast du, man. Ja. Mmh, lecker. Aber nur die Hälfte. Der Rest ist verderbliche Ware. Die Mütter wollten auch mit. Alles rein. Logos, bist du eigentlich da hinter mir? Ich bin irgendwo hinter dir, ja. Ja, 400 Meter. Ja. Ja. Der ADAC halt da auf. Ja. Das, ich frag mich, warum der mitfährt, ey. Also. Ja, wir brauchen einen Konvoi. Schreib mal, ob er Freunde sucht. Ich kann nicht schreiben, während ich euch fast auf den Rücken rauffahre. Doch, du kannst schreiben. Nee. Du kannst mittlerweile unterfahren, schreiben, schreib hart. Oh, ups, Entschuldigung. Spätestens 400 Kilometer muss ich übrigens tanken. Echt? Ja. Ja, wir kommen gleich mal tanken. Oh, wie schnell fahrt ihr jetzt gerade? 75. 75? 75, ja, da ist von der letzte ruhig 110 vor. Okay. Ihr mit eurem ständigen Standgebremse hier vorne, ey. Ich kann nichts dafür. Ja, kann doch langsam bremsen, du musst doch keine Vollbremsung jedes Mal machen. Hast du recht. Tut mir leid. Oder willst du mal was sagen, wenn man schon fast stehen bleibt auf der Strecke? Ich hab doch... Das heißt bei dir alles, das kann von... Ich bin umgekippt sein, von... Ich hab eine Granate geworfen während der Fahrt. Ich hab ein paar Haftbomben dabei. Möchtest du ein paar?
kann aber meinen Auflieger abkoppeln. Das wäre eine wirklich fette Granate. Ja, ich habe Säure mit. Also, achso, stimmt. Schurtek, was transportierst du? Munition, 21 Tonnen. Oha. Für den nächsten heißt. Ja. John, was transportierst du? Ein Bagger. Ein Bagger? Was haben wir? Uranus? Hat Frischfleisch? Richtig. Und da ist er, was hat er? Der hat zwei Bagger. Zwei Bagger. Hat einer gesehen, was der Speedy transportiert? Nee, ne? Eine viereckige Kiste. Container, glaube ich. Eine viereckige Kiste. Geradeaus? Ja. Also Richtung Hannover. Ja. Nee, nach Magdeburg fahren. Nicht nach Magdeburg? Nee. Okay. Auf der Autobahn bleiben. Okay. Solange wir in Dover ankommen, ist es mir egal. Ja. Wen haben wir noch vergessen? Hat noch jemand seine Fracht nicht durchgegeben? Hidan, was transportierst du eigentlich? Pestizide. Ah! Die guten alten, wie bei Mutter früher. Ja. Alter, was rast denn jetzt plötzlich so los mit deinem Schlag? Also ich fahre jetzt 90 gerade. Ja, 85, 87. Aber ich hab ja, Tempomat drin. Ich hab Kartoffeln. Einer. einer tankt noch voll. Ist auch schön, dass ich hier an der Tankstelle. So. Dann geselle ich mich mal hinten zum Konvoi. Spitty, fahr mal geradeaus durch. Zieh mal rüber. Fahr mal geradeaus weiter, genau. So, schnell nochmal speichern drücken, wenn wir schon gerade mal stehen. Wir speichern nicht. Und lass dich von dem. Schon. Lass wenn so Yannick in der Nähe ist, dann muss ich speichern. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ihr könnt weiterfahren, ich hab vollgetankt. Ja. Speedy kann. Unendlich awesome. Sind wir alle. Was macht denn der Pole hier? Wir sind wieder vollzählig, ja. Gut, dann haben wir nein. Das kommen wir ja nie an. Wir speichern nicht. Hallo da, Isa. Nee. Übrigens, ja, noch spätestens bald am Hafen holst du uns ja mit ein, Flo. Jetzt war ich 80, 79. Ja, wir haben jetzt auch fast die 1000 Abonnenten, ne? Also, Stand heute. Das heißt für dein Bikini. Ja. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Fahren wir jetzt Richtung Amsterdam oder Richtung Dortmund weiter? Wir fahren geradeaus, immer geradeaus. Der Tscheche hat geschrieben Idiot. Hat dann seiner bezeichnet als Idiot, ja. Oho. Uns? Nee, der vor uns hat mit uns gar nichts zu tun. Fahr weiter weg, ne? Oder war das der drüben, einer? Kann da drüben gewesen sein. Alter. Das war nicht der Diabetico hier. Ja. Der Dimitri ist, war der Junkie. Ordentlich am Leggen. Junkie oder? Junkie. Achtung, ja. Vor uns parkt einer. Was? Ja, ich seh's. Eine gemütliche Tour. Ja, jetzt wo die Bahn streikt, ist der LKW-Verkehr ja noch wesentlich stärker gewesen. Also Speditionen haben jetzt Mörderaufträge. Ich glaube ja, die nächste. Wortwörtlich, Mörderaufträge. Ja, Mörderaufträge. Die müssen da teilweise mit zwei Fahrern fahren aktuell. Habe ich mir sagen lassen. Aus dem also Fernsehen. Wie es in den USA meistens ist. Ja. Du blinkst schon Kilometer vorher? Schon? Ja, mei, ist halt so. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir denn abfahren jetzt? Nächste rechts. Bremen-Osnabrück, ne? Eigentlich, Flo, wir beide brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir fahren einfach der breiten Masse hinterher. Ja, stimmt. Nur das Problem ist, wenn ich dir hinterher fahre und du bist vielleicht falsch gefahren, dann... Ich fahre nach dem Navi. Ich muss in den Ort, wo sie drüber setzen wollen. Also ich kann nicht falsch fahren. Okay. Ja, da bin ich ja beruhigt. Naja, ist recht, hab ich den Bogen mit euch. Aber. Ich dachte, er will nach Dortmund. ADAC-Fahrer. Wenn man sie braucht, ne? Würde ich nicht schon wieder. Geht's da nicht nach Dortmund? Nein, geht da nicht. Boah. Wahrscheinlich kannst du ja auch nach Dortmund fahren. Naja, Dortmund ist genau die Gegensatzrichtung. Und gleich kommt Duisburg. Weil die nächste rechts. Tut mir reporten schon. Die nächste rechts. Wie geht denn das? Aber nicht mehr reporten. Rechts ja. Und links. Achtung, ja. Da steht einer. 10,59. Was? Was hast du gesagt? Nach? Rechts und dann links. Durch die Autotür. Achtung, bremsen. Oh.
Was macht ihr denn da schon wieder? Warum? Oh, da steht nur einer. Och nee. Ja, mein Bremse ist ein wenig hart. Ach, keine Bremse. Oh, lass rummachen, Alter. Da steht einer. Jetzt schiebt doch. Los, siehst du, dass ich jetzt stande? Ja, ich seh's gerade noch. mit der Handbremse genau an dir vorbeigezogen. Oh, nee, Tür. Haben wir alle. Ja. Alle abgebogen. Alle abgebogen, ja. Landstraße 65. Bleib es nicht. 65 auf der Landstraße, okay. Ja. Wo ist? 70. 110. Oh, 70. Ja, 110. Hida, hast du Schaden bekommen? Ach, nee, ich bin ja mit der Handbremse genau an dir vorbeigedonnert. Nee, ich bin gerade an dir auf dich raufgedonnert. Echt? Ja. Nö. Kein Schaden bekommen, ich hab nicht mal mitgekriegt, dass was draufgefahren wäre. Okay. Aber dann war das nur bei mir. Ich hab 1% Schaden bekommen. Ja, ich könnte auch mal gucken, ey.